Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe einen richtig geilen Tweet auf Twitter gefunden, eine Information, die besagt, das ist eine relativ interessante Quelle, ich blende es euch auch gleich ein, dass wir eventuell in naher Zukunft vielleicht schon zum Start von Season 6, auch wenn ich denke, wenn es kommt, dass es ein bisschen später wird, dass wir das Evo Shield als Standardausrüstung in jeder Runde schon mit uns tragen, so wie es beim Armed and Dangerous Event vor einiger Zeit in Season 5 oder nächste Woche am 11. August, wenn das Always Be Closing Event um 19 Uhr startet, das letzte Event in Season 5 für eine Woche, dort starten wir auch mit dem Evo Shield. Ich finde die Idee sehr, sehr geil. Bevor ich jetzt gleich dazu komme und euch detailliert ein bisschen was darüber erzähle, ich habe es gestern leider nicht geschafft, die vierte Phase der Season 6 Ingame-Teasers euch zu zeigen. Nur kurz als Spoiler schon mal, am Ende des Videos zeige ich euch das noch, für die, die es kennen und das nicht mehr sehen wollen, bringe ich es ganz zum Schluss. Ich habe die ganzen Schilder auch schon mal als Leak gezeigt, diese ganzen Paintball-Schilder. Dieses Schild war vorher aus dem Phase 1-Teaser zu Season 6 vor einigen Videos. Die meisten von euch kennen das Video. Da stehen diese ganzen Hammond Robotics-Schilder, nur dass die jetzt mit Paintball-Farben oder Graffitis zugekleistert wurden. Nicht jedes Schild, ich habe euch auch nicht in diesem Video jetzt jedes Schild gezeigt. Das ein oder andere Schild hat tatsächlich oder wurde unberührt gelassen. Da steht noch das ganz normale Hammond Robotics-Werbebanner. Das soweit erstmal dazu. Der nächste Ingame-Teaser ist übrigens am kommenden Samstag. Ich schaue mal, ob ich da Zeit finde. Ich kann es noch nicht versprechen. Jetzt zeige ich euch erstmal den Post um das Evo-Shield. Könnt ihr auf Twitter finden. Ich verlinke euch auch gerne die Seite, wenn ihr da Bock drauf habt. Die Seite besagt, dass wir in naher Zukunft vielleicht sogar das Evo-Shield als Standardausrüstung schon bekommen. Respawn hat sich diesbezüglich noch nicht gemeldet, irgendwas bestätigt, das möchte ich natürlich schon mal dazu sagen. Respawn kennt aber die Idee und ist von dieser Idee, soweit ich das aus diesem Artikel rauslese, nicht davon abgeneigt. Ich würde die Idee gar nicht mal so schlecht finden. Deswegen in den Kommentaren, würdet ihr das geil finden oder eher schlecht? Also laut den Events soll sich das in der Meta positiv ausgewirkt haben. Ich sehe natürlich die Gefahr, wenn du mit einem Evo-Shield aus dem Jumpship springst und das erst sehr, sehr spät, wo die wenigsten nur noch im Jumpship sind oder ihr seid vielleicht alleine und kämpft euch oder erkämpft euch, könnte man fast sagen schon, Richtung Endfight, Endzone. Kann ja sein, du springst als letztes raus und die Zone ist am Arsch der Welt, dann läufst du und lootest und machst und tust und hast aber nicht einen Gunfight gehabt. Das heißt, dein Evo-Shield blieb unberührt und du bist noch auf Stufe 1 quasi weiß und hast nur einen Schildbalken von 25 Lebenspunkten. Ist echt wenig und das ist der Nachteil. Du bist wahrscheinlich so ein bisschen gezwungen, spätestens in der Mitte oder vielleicht sogar schon am Anfang rauszuspringen, damit du überhaupt in der Lage bist, dein Evo-Shield zu pushen. Ansonsten hast du eben, wenn du ganz am Ende rausspringst, läufst du Gefahr, dass du dein Evo-Shield nicht pusht und im Endfight einfach den kürzeren ziehst. Das ist Fakt. Es könnte natürlich sein, wenn das kommt, das habe ich glaube ich aus dem Post auch so rausgelesen, es könnte sein, dass da vielleicht noch ein bisschen an dem Evo-Shield gebastelt wird, dass das überhaupt funktioniert. Eine Möglichkeit wäre natürlich, die anderen Körperschilder alle rauszupatchen, was ich nicht glaube. Wäre auch, denke ich, Schwachsinn. Wenn dann alle am Anfang schon rausspringen, ist wahrscheinlich da die ganze Runde von ca. 20 Minuten normalerweise schneller zu Ende, als man schauen kann. Deswegen gehe ich davon aus, dass normalerweise die Standardschilder auch bleiben, so dass, wenn du keinen Bock hast, am Anfang schon rauszuspringen, irgendwo am Arsch der Welt landest, alleine du trotzdem noch in der Lage bist, vielleicht ein blaues oder lila Körperschild zu finden. Das zu meiner Theorie, wie ich denke. Ich würde die Änderung geil finden, zumindest vielleicht testweise, sogar ohne in Verbindung zu einem speziellen Spielmodus, wie es nächste Woche am 11. der Fall ist. Wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt. Würdet ihr das eher geil finden oder vielleicht eher negativ sehen? So, das jetzt dazu. Und jetzt zeige ich euch gerne noch den ein oder anderen Spot, wo ihr die Paintball-Geschichten seht. Und achso, darüber habe ich ja auch schon berichtet. Eigentlich hieß es, dass in diesem Event nächste Woche am 11. dieser Graffiti-Mod schon mit ins Spiel kommt. Ich habe aber nicht weiter darüber gelesen, dass es tatsächlich der Fall ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Graffiti-Mod vielleicht nicht unbedingt eine Event-Geschichte ist, sondern vielleicht eine feste Geschichte ab Season 6. Bevor ich euch den Ingame-Teaser zu Phase 4 zeige, wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Lasst wie immer dem Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und ich wünsche euch ja, jetzt viel Spaß bei den restlichen Bildern. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
ist ein Standard Hammond Robotics Schild, okay.